Call sign. Das heißt, wir sind stuck bis zum Ende der Saison mit dem, ne? Guck mal, Leute, jetzt gegen Wallace noch ein Sieg, das wäre mega. 1-0, Daniel Maldini. Pfosten, das wäre mega gewesen. Direkt ein 2-0 hinterher zu legen. Das wäre mal eine Situation, die bin ich gar nicht gewohnt, diese Saison. Wir haben so viel Offensive, dass ich mir so sicher bin, dass wir gleich einen Ausgleich kassieren. Das kann man sich gar nicht ausdenken. Weil hier halt alles in unsere Richtung geht, ne? Das ist wieder Klassiker, machst du vorne nicht, kriegst du hinten rein. So nach dem Motto, ne? Matela 2 per Elfmeter. Come on. Wir haben gewonnen. Und das zu 0. Und das zu 0. Wir gehen auf die 8 hoch. Oha. Oha. Ja, genau. Wir sind Erdmännchen, Digga. So ein Ding ist das. Und dann gegen Giannina am letzten Spieltag der Hinrunde. Blickfeld ist so gut wie durch. Der kann weg. Und der kann weg. Der kann weg. I just see. So, Giannina ist auch machbar. Also wir könnten da wirklich mit einer Vierer-Siegeserie zumindest aus der Rückrunde noch rauskommen. Was auch gar nicht so mega bad dann wäre, ne? Die Moral geht langsam ein bisschen nach oben wieder. Ist auch sehr schön. Jetzt können wir wieder durchgucken. Jetzt werden wir immer mal wieder welche dabei haben, die wir positive Sachen sagen können, I guess. Let's get ready to rumble. Sehr schön. Jetzt gegen Giannina. Guck mal, Leute. Macht's 4 von 4. Let's go. Come on. Come on. Wo ist Maldini? Wo ist Maldini mit seinem 5. Tor? Glanzparade. Let's go. 1-0. Adrian Corral. Erstes Ligator, das er macht. Hat irgendwie schon 4 Buden oder so gemacht für uns, aber noch nie in der Liga. Im Playoff halt, was theoretisch Liga ist, und in der Conference League Quali hat er, glaube ich, ein Tor gemacht. Komm mal, Leute. Holt euch das Ding wieder, bitte. Bitte. Können wir mal das Klatschen aufhören, wir müssen hier Fußball spielen. 88. Lucas Copado. Yes. Wir bleiben auf der 8. Aber wir sind nur einen Punkt hinter der 4, ne? Dann kommt Athen, Piraeus und Panathinaikos. Aber hier ist das ultra eng. Wir dürfen als nächstes aber gegen Piraeus. Das ist halt das Taffe. Auch noch eine englische Woche. Das will ich gar nicht wissen. Die Hinrunde war jetzt so schlecht, ich will es gar nicht wissen, Digga. 8-16 für Olympiakos.
Romero noch 23 Tage. So, sind nicht mehr viele. Sind nicht mehr viele. Guck mal, Leute, wenn das irgendwie machen könnte, ein fünfter Sieg in Folge mit einem riesen Upset gegen Pereus wäre mega. Aber ich halte es nicht für wahrscheinlich. Absolut nicht. Latte für Reichel. Schade. Schade. Ich meine, selbst ein Unentschieden wäre gefühlt ein Sieg gegen Olympiakos, ne? Kenny Lala haben sie auch noch. Eigentor Coral. Auch mindestens das zweite eigene von Coral. Das ist halt bitter, ne? 1-0 verloren wegen dem Eigentor. Das ist halt ultra bitter. Maldini, Spieler des Monats. Let's go. Maschine. Wenn ich einen haben will. Also klingt jetzt gemein, ne? Aber ist legit jetzt gemein. Wenn einer haben will, dann sollen sie ihn ausleihen von mir aus. Like dynamite strap tied around my waist. Don't claim this ain't no race. So, gegen Nikias. Muss eigentlich ein Sieg her. Ganz klare Geschichte. Burning flags, we dying for, yeah. From this. Guck mal, Leute. Holt euch das Ding. Do it. Wir sind eigentlich gut drauf. Klar haben wir jetzt gegen Piraeus verloren, aber das ist nicht unnormal. Shortire. Tor Nummer 4. Nachlegen wir super. Mann. Was willst du machen? Was willst du machen? Literally. Komm mal ran da. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, Leute. I don't get it. Ich meine, jetzt hat er zwei Buden geschossen, aber ist ja schon mal nicht schlecht, ne? I guess. Ficken Sie sich ins Knie. Danke. Tschüss. Jetzt wieder gegen den Aufsteiger. Oder gegen beide Aufsteiger back-to-back, ja, glaube ich, ne? Brauchen wir einen neuen Mentore. Ja, den wollen wir absolut nicht verlängern, ne? Also absolut nicht. Also so gar nicht nicht. Die zweite Mannschaft zerreißt irgendwie alles, aber... Weiß ich nicht, also gefühlt spielt die zweite Mannschaft bald in derselben Liga wie die erste. Wenn das so weitergeht. Und ich glaube, die zweite ist gewinnt dann. Ich glaube, die zweite wird einfach besser abschneiden.
company. Always on the run. So, jetzt aber. Bam. Abschießen. Selbstvertrauen wiederholen. Come on. Haidari gelb gesperrt im nächsten Spiel. Super. Ist aber egal, wenn wir das Ding ist 4-0 rocken. Ich mache gleich eine ganze Woche lang nur Krisensitzungen, wenn das so weitergeht. Nee. War nicht Back-to-Back-Aufsteiger tatsächlich. Ah, das ist ein super Newcomer alles, ne? Super Newcomer. Hast alle eine 4er Bewertung. Ja, richtig krass unterwegs. Senkball, Schulterbrust, 16 Wochen. Das ist super. Naja, wenigstens ist nicht so Korall und so wieder fit, ne? Senkball fällt das Gefühl für den Rest der Saison aus. Bis April. I don't know what to do. I really don't. Come on. Atromitos steht auch so scheiße da. Die müssen doch genauso eine scheiß Moral haben wie wir. Das heißt, wir können doch hier vielleicht gewinnen, oder? Das ist doch hier Not gegen Elend. Luca Reischl. Gibt Elfmeter. Für Atromitos, sehr schön, super. Das freut mich, dass die gleich wieder ausgeglichen haben. Freut mich absolut. Glanzparade, Biric. Kuba ist jetzt auch noch verletzt. Digga. Unentschieden. Ich meine, naja. Ich sag da gar nichts. Ich wollte jetzt ein Unentschieden schon fast ein Sieg bei uns zurzeit. Das ist traurig, ist aber so. So, wir machen hier ein Kurztrainingslager. Hier ein Freundschaftsspiel. Bad, bad company. Voltisch nicht, statt Voltisch nicht. Wir sind Fünfte trotzdem in der Jahreswertung, irgendwie. Yes. Okay, wir müssen wieder die Aufgaben betrachten. Tatsächlich. Wenn wir wissen, wie lange das schon ist, vielleicht ist das ja das Problem gewesen. So. Wuhu! Und das Weltfußballer? Oder nächste Woche, maybe. Pass auf, Mbappe wird wieder Weltfußballer. Pass auf. Einmal verlängern und dann wird er zwei Jahre in Folge Weltfußballer. Wait for it. Trust me. Ansu Fati.
Déjà-vu. Mir wäre, als hätte ich den heute schon mal bei einer Weltfußballerwahl irgendwo gesehen. Kylian Mbappé. Wird Mbappé. Safe. Und Messi. Lever. Ich sag Lever. Ja. Aber wird Mbappé. Wird Mbappé. Trust. Believe. Believe me. Der Sieger, der beste Spieler der Welt, ist Robert Lewandowski. Ja, das wird wahrscheinlich sein letzter Weltfußballertitel werden, wa? Also noch hört er nicht auf, aber der Mann ist halt alt, ne? Der Mann ist halt einfach alt. Da machst du nix. Mach alles richtig, wir sind nicht fit. Sie sollten die Einwechselkontingente, wir laufen im Training zu wenig, das Training ist zu hart. Eine sagt, wir laufen zu wenig, der andere sagt, das Training ist zu hart. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Kuba fällt für 2 Wochen aus. Sehr, sehr schön. Kappa. Okay. 3 Spiele noch. Dann sollen wir erstmal fertig machen. Danach können wir dann vielleicht dann mal einen Jugend-Scout machen. Wenn wir gerade sowieso einen erwischen, der gerade mal nichts zu tun hat. Thiago Rodriguez. They take me away from. Oha, 5 Moral und 10 Sephiroth. Yes. Yes, yes, yes. Sehr schön. So mustert. So, die Stimmung ist jetzt tatsächlich, dafür ist die Stimmung ein bisschen gekippt, ne? Dafür ist jetzt die Stimmung ein wenig gekippt. Kann ich nicht einfach mal für 2 Monate in die Ehe, ist für 2 Monate, ja Digga, ich würde ihn auch für 2 Jahre in die Heimat schicken. Bin ich ehrlich. Ich würde dann halt gerne einfach nur loswerden, wenn ich ehrlich bin. Bin ich ganz ehrlich. Tendenziell will ich Juf eigentlich einfach nur loswerden. Die Auf- und Abwertungsrunde wird gleich super. Wahrscheinlich kriegen wir noch Talent-Abstufungen auch noch mit dazu. Ich sag, Romero geht runter auf 8. Ich sag, Romero geht auf 8. Er war halt nur verletzt. Ist ein bisschen schade, dass dann wegen Verletzungen letztendlich ist, aber Campardo geht runter, minus 2. Corral minus 2. Romero minus 2. Shortime minus 1. Sankaré ist alt, Kuba ist sowieso alt. Stuf geht mir sowieso noch auf den Sack. Senkball ist eigentlich auch verletzungsbedingt, ne? Talent gesenkt. Pass auf, Romero. Senkball. Nice. Okay, Transferbudget, das ist in Ordnung tatsächlich. Okay. Oh, 1,5. Und ziehen wir die K-Option von Coral. Einfach nur, dass das weg ist. So, dann haben wir nämlich das wenigstens abgehakt. Dann bleibt Coral jetzt und fertig aus. So, wir haben nur noch 3 unfaire Gehälter tatsächlich. Gisberger, Aras, Mendia und Reischl. Ja, ich würde jetzt verlängern.
Oha. Was? Wie, der hat 900.000 bekommen. Na gut, dann würden die zwei auch rausfallen, ne? Weil er dann deutlich weniger bekommt plötzlich. Cupado? Nee. Und wie sieht's mit Sankare aus? Auch nicht. Kann ich Cupado sagen? Ich habe keine, doch, ich habe noch Gespräche. Dass ich ihm einen Vertrag anbieten möchte? Nee, kann ich auch nicht. Kann ich eigentlich überhaupt irgendwas? Sugar. Oha, Indiai hat verlängert. Okay, dafür vergleichen sie sich jetzt mit Sundgren. Na super. Na super. So, oh. Super, das ist das Spiel schon teil. Let's go. Pardo ist halt weiterhin einfach nur abgefuckt. Ein abgefuckter Motherfucker. Yeah, right in my pocket. War der letzte Trainer sensationell? Yes. Und auch Ginsberg hat ein super das Spiel gemacht. So. Jungs und Mädels. Schlägt mal 12. Dann würde ich sagen. Kaka. Kaka. Wir sind auch hier bei 14 Stunden schon wieder. Das ist auch krass, ne? Weiß ich nicht. So gefühlt. Ja klar, ist irgendwie FM so gefühlt das Main-Ding, ne? Aber wir sind auch schon über 14 Stunden. Das ist fast die Hälfte von Lego. Und das haben wir irgendwas gefühlt, das vorgestern angefangen. Bisschen weird. Aber gut. Ist wie es ist. Panathinaikos steht an. Oh ja, stimmt. Stimmt, die Rückrunde geht los. Wir hatten eine kurze Pause, ne? Wir hoffen, dass wir jetzt wieder in der Anführungszeichen Rückrunde das Ding wieder ein bisschen rumdrehen. Läuft ja absolut beschissen die Saison. Aber wir werden sehen. Die Teamdynamik ist immer positiv schon mal. Das ist ja schon mal super. Das ist ja mal super. Was hat minus 30? Einfach durchgucken, was gibt denn groß Minus für ein aktuell persönliches Ziele? Ja. Zu viele frustrierte Spieler, ja gut, ne? Cupado möchte jetzt gehen. Oder dass Juf geht. Ich würde Juf gerne loswerden, aber also ich will. Kann gut sein, dass Cupado geht, um ehrlich zu sein, weil ja eigentlich Reischl ganz gut ist, ne? Eigentlich ist er besser als Cupado. Das ist halt das Ding, ne? Das ist halt tatsächlich das Ding. Reischl ist besser als Cupado. Also geht meine Tendenz Richtung Reischl. Aber wir haben jetzt immerhin Korall gehalten. Das heißt, es läuft schon mal keiner aus. Und hier haben wir noch zwei. Sind ja aktuell? Yes. Robert und Facundo González. Ja. Dann haben wir das Blickfeld durch, ne? Wobei, Facundo González kann man sparen. Machen wir hier, zack, bumm. Dann wird der erste schon mal Jugendscout, weil Facundo González halt nur 5 Sterne hat. Jetzt können wir nochmal gucken, schnell in das Blickfeld. Ob wir da wen haben, den wir unbedingt haben wollen, aber ich glaube nein. Roberto Lopez. Ist ja absolut zu krass jetzt. Robert eigentlich auch, ne? Hat auch Vertrag bis 2,29. Nee. Den können wir uns schon jetzt nicht leisten. Renier 24,5. Wobei der halt. Nee, der läuft nicht die Saison aus, ne? Nee. Für die unterbezahlt mit 1-1 schon. Ne? Dann kannst du dir vorstellen, wie wir den bezahlen, Kappa. Gut, Nathaniel Klein ist alt. Der ist wahrscheinlich nicht mehr interessant für uns. Kevin Müller. Hä? Wie Gehalt? Nee, was? Ah, der ist in der das ist Jugendspieler, aber das ist halt verletzungsanfällig, ne? Schwierig. Ja.
Auch Trimmel können wir im Prinzip rauswerfen, ne? Wer läuft denn die Saison aus von den Leuten, die wir hier drauf haben? Wie, die laufen 2,23 aus? Achso, die sind schon ausgelaufen, deswegen. Elfie Levine läuft aus. Was ist denn mit dem? Wo ist er denn jetzt hin? Oha, da laufen sehr viele aus tatsächlich. Sehr viele aus. Vielleicht lässt sich ja da was machen. Es wäre noch Torwart, wäre halt eine Option, ne? Patrick Cheshin sieht es gar nicht so schlecht aus. Ein Sechser hat 64. Gucken wir mal, vielleicht kriegen wir die beiden zum Saisonende. Mal gucken. Mal gucken, was die so gehaltsmäßig verlangen. So. Gegen Panathinaikos. Da wird natürlich ein taffes Pflaster. Die sind jetzt auf 2 hochgerückt. Die haben sehr, auch sehr schlecht reingeschaltet. Aber die haben sich schon hochgekämpft. Wir halt noch nicht. Und die sieht gerade auch nicht so aus, als würde sich das ändern. Mhm. Matheus Vidal. Reischl mit der Gelben. Maldini und Shawtire könnten gelb gesperrt werden. Was für Jungar. Come on. Verletzung für Reisch. Du kannst es dir nicht ausdenken, diese Verletzungen, ne? Es ist zum Mäusemelken. Eieiei. Das ist doch schon wieder eine Saison zum Abhaken, Diggi. Let's go, Shawtire. Let's go. Wir starten, ich weiß nicht, ob das wirklich, vielleicht liegt da wirklich am internationalen Geschäft, ne? Die beiden Saisonen, in der wir reingestartet sind mit der Conference League Quali, kannst halt in die Tonne treten. Vielleicht kommen wir echt mit der Belastung nicht zurecht. Unai Simon zu Manchester United, uff. Milenkovic zu Real Madrid und Darwin Nunes. Uiuiui. Verkaufe ich Copado vielleicht diese Saison schon? Also jetzt schon? Maybe. Ich gucke mir das gleich mal an. Vielleicht kaufe ich Copado und könnte ich potenziell auch in Richtung Stürmer gucken. Ist vom Gehalt her gar nicht für so schlecht, um ehrlich zu sein. Die Option können wir lassen, wenn wir das alles lassen. Und die Option? Boah, gucken wir einfach mal, was er sagt, wa? Jetzt kommt es mal darauf an, wie lang Reischl ausfällt. 6 Tage, das ist okay. Expecting of me, of walking in your shoes. God in the undertow. Wir müssen noch ein Spiel machen und danach geht er. Gegen, weil Reischl ist um 13 wieder fit, also vor AEK. Der wird jetzt noch gegen Thessaloniki gespielt und danach verkaufe ich Copado.